Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Guckt euch ihn mal an, hier, ihn mit dem Ausrufezeichen, ja. Das ist der Vater von diesem Kind, den wir den Glücksbringer geben sollen. Nachher im letzten Part haben wir eine Nebenquest gemacht und war nicht sehr erfolgreich, egal. Hey, das ist der Glücksbringer, den mir meine Tochter gemacht hat. Vielen Dank dafür, dass du ihn mir gebracht hast. Das wird mir helfen, den nächsten langen Monat zu überstehen. Je früher ich den Auftrag kennen kann, desto schneller bin ich wieder zu Hause bei meiner Tochter. Objektsphäre plus. So, und dann gucken wir uns jetzt mal die ganzen Gegenstände an, die wir bekommen haben. Am besten probieren wir sie bei Rowan aus, genau. So, Objektsphäre plus. Das ist nicht hier. So, Fliegerbrille. Oh, geil. Der wird direkt an Rowan behalten. So, was noch? Sonst nichts, ne? Doch eine Haarnadel. Nein. Aber ist doch perfekt. Das weiß man so. Das sieht doch cool aus. So. Und dann war es das, glaube ich, oder? Mit den Nebenquests erstmal. Ja, ich kann mir, glaube ich, vorstellen, wo das ist. Aber wir erkunden erstmal die ganzen, naja, Gebiete. Ich möchte mich lieber hierhin teleportieren. Und von da aus gucken wir uns nochmal die Straße an. Und zwar ganz. Dann passiert doch mal wieder was hier in diesem Part. Hoffe ich jedenfalls. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welchen Gegner ich hier schon bekämpft habe und wen nicht. Da gehen wir erstmal hier unten lang. Kämpf mal gegen euch. Ihr habt leider Pech gehabt. Tut mir leid. Zack. Bam. Verpisst euch. Bam, bam. Aua. Kannst du es wagen? Zack und zack und zack und zack. Voll die Sonnenbrille. Wie geil. Komm her, komm her. Ist aber ein bisschen kompliziert zu steuern. Finde ich. Was? Elise, warum massierst du Ron den Rücken? Goldener Titel. Jude und Alvin. Jude liebt. Jude. Warum lese ich jetzt Jude? Jude liebt Alvin? Was? Da ist eine Truhe. Hallo? Wie konnte ich die übersehen? Was ist mit mir los? Ja, weg. Hab's auch geöffnet. So, was ist denn diese Objektsphäre, die ich bekommen habe? Keine Ahnung. Guck ich mal aufs Screen wieder nach. Hey. Fossilierte Muschel. Und da ist wieder ein Beutel. Hey. Hey. 400 Gold. So. Hier müssen wir doch zu den abgeriegelten Bereich kommen, ne? Da war doch, da habe ich doch nachgeguckt. War da nicht immer noch abgesperrt? Mein Gott. Was haben wir denn noch? Zack. Oh geil. Und aua. Muss mal gucken, welche Art verbinden kann mit Lisa, mit überhaupt irgendjemanden. Bam, 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 bam. Verdammt! Auf damit. Okay, wenn ich dann Kreis drücke, dann. Aua. Wenn ich Kreis drücke, dann wird der Angriff stärker. Wo
muss man auch noch hier voll auf Timing gehen bei ihm, wenn man ihn steuert. So, aua, geh weg. Wenn Elise groß ist. So, Elise, do you know what you want to do when you grow up? Not really. Ellie doesn't want to grow up. Oh, why is that? If I grow up, people will laugh at me for holding Tipo. We wouldn't laugh. After all, Tipo's your friend. He's right. Go ahead and grow up. We've got nothing to worry about. Really? Cross my heart. That's great, Ellie. Now you can grow up and get married like you wanted. Shh. That's a secret. Oh, who do you want to marry? Nobody. And there she goes. Oh nein, jetzt auch so ein verpeilter Typ wie Aspel. Mann, warum? Hi. Seid ihr ein Monster, die ich erledigen muss? Nö. Oh. Verdammt, nein. Nicht schon wieder Feuerball einsetzen. Nein, nicht schon wieder Feuerball einsetzen. Kann ich irgendeine Art mit Elise verbinden? Nö. Doch, Popheimer, Marschwalzer. Der war hier, glaube ich. Komm her. Bam, bam, bam. Schön, aua. Er kämpft aber echt cool für einen alten Mann. Hahaha. Oh, verdammt. Hui. Ey, seine TP gehen gar nicht runter. Da setzt er die ganze Zeit Dingens ein. Wie kann man das denn machen? Verdammt. Ne, Strategie. Da, er setzt die ganze Zeit Dingens ein. Bis 10 verbleibend, okay. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. So. Aua. Aua. Oh mein Gott. Roll. Nicht sterben. Ich freue mich schon, wenn alle einfach nur einen Haufen von Techniken haben. Dann einfach in jeden Kampf voll rausballern können. Hier geht es zur Überwachungsstelle. Hallo? Oh, geil. Oh, hi. 2000 Gold. Cool. Cool. So. Hätten wir das hier auch erkundet, ne? Ist ja, glaube ich, nicht. Oder? Weiß ich nicht. Aber, mal gucken. Und. Luftdruck. Und. Zack, hier, jetzt werdet ihr geduscht. So, Alpen, jetzt komm du mal. Oh, du kannst auch. Oh, cool. Wenn es was getroffen hätte, wäre noch besser gewesen. Oh, einfach allein zum Ausprobieren. Verdammt. Er ist aber ein guter Fernkämpfer. Den richtigen Fernkämpfer gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Na komm her. Zack. Mit Mila verbinden wäre wahrscheinlich gut. Soll ich mal gucken. Wir sind ja beide Magier. Das wäre eine gute Kombination. Elise und Mila waren ja, glaube ich, auch eine gute Kombination. So, hier haben wir, glaube ich, alles erkundet. Also hoch hier. Da sehe ich schon was Glitzern. Und da sehe ich schon Beutel. Biegsamer Efeu.
Und Flüssigkeiten, gut. Die benutze ich aber irgendwie gar nicht. So, nördliche Abzweigung. Ach, hallo, hier geht's ja noch viel weiter. Dann gehe ich mal hier gucken. Dann sind wahrscheinlich hier die Monster, ne? Ah, geh weg. Und noch mehr Efeu. Und nichts. Also dann runter. Blöck. Oh, hi. Verdammt. So, jetzt komm du mal, Jude. Zack, zack. Und zack. Und das hier noch. Hätte mal in einen Plus passieren müssen. Zack, 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 zack. Und schon wieder am Massieren. Boah. Was soll das? Wie geil ist denn der Typ überhaupt? Warum sind alte Männer immer so episch in Animes oder Videospielen im Anime-Stil? Ich meine ernsthaft, jeder alte Mann in irgendeiner Anime ist immer voll episch und voll überst stark. Wieso? Und in meisten Fällen sind es perverse Säcke. Ich hoffe, er ist keiner davon. Weil das würde irgendwie nicht zu seinem Stil passen. Und da ist schon wieder ein Loch. Okay, gehen wir rein. Ich will in alle Löcher reintauchen. Ich muss in jedes Loch rein. Hahaha. Das könnte man etwas falsch verstehen, aber egal. Elixier, cool. Und ich drücke eiskalt weg, was das macht. Aber ich glaube, es halt alle HP und TP. Oder KP und TP. Was verwirrt mich hier in der Tales of Serie? In so gut wie jedem Spiel aus den letzten Jahren sind immer TP die, ja, der Begriff für die HP sozusagen. Und hier sind TP die Begriffe für die Magiepunkte, sag ich mal. Früher waren es immer nur HP. Und dann kam irgendwann TP für Trefferpunkte oder Hitpoints, also die deutsche Übersetzung von Hitpoints, also Trefferpunkte, was ich irgendwie vollkommen blöd fand. Und ja. Weiß nicht. TP als HP sozusagen finde ich nicht so gut. So, haben wir hier alles. Da oben sieht es schon verdächtig aus. Vielleicht sind da die Monster. Da ist noch ein Loch. Ein Loch. Oh, oh, oh. Habe ich auch meine Zunge verschluckt. Also ja, stimmt ja. Basilikum. Ich esse auch die Kräuter hier roh, ist klar. Ich schluck so ein Blatt runter. Ach, hier bin ich runtergesprungen, oder? Warte mal, wirklich? Nee, die ist gar nicht geöffnet. Die sah vom Weiten so aus, als wäre sie geöffnet worden. Oh. Na warte du. Und zack. Und jetzt. Feuer. Ich liebe den Angriff jetzt schon. Aua. Na warte du. Puff. Walzer. Zack. Und das war jetzt so. Lange schon Gummi. Das können wir nicht mehr so ausgehen. So. Gut. Dann war es das hier von meiner Seite aus. Ja, schön in Sicherheit gehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part.
Tschüss.